Ich freue mich ganz besonders, heute Lena Oetzel aus Salzburg vorstellen zu dürfen. Lena Oetzel, unsere heutige Referentin, hat Geschichte und Politik in Bonn studiert mit einem Auslandsjahr in St. Andrews in Schottland. Sie war dann von 2007 bis 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin in Salzburg bei Arno Strohmeier. Dieser Aufenthalt ist unterbrochen worden, unter anderem durch ein Stipendium im Leibniz-Institut Europäische Geschichte in Mainz. Im Juli 2012 ist dann die Promotion erfolgt mit dem Titel Gespräche über Herrschaft. Herrscherkritik bei Elisabeth I. von England, 1585 bis 1603 in Salzburg. Das ist dieses Buch, wir haben es in der Bibliothek, es ist schon intensiv bearbeitet worden, weil es gibt im Schnitt einen heftigen Kaffeefleck. Im Anschluss ist sie dann bis 2019 als Postdoc am Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg weitere Beschäftigung erfahren. Auch das ist unterbrochen worden durch mehrere Aufenthalte an anderen Plätzen. 2014 bis 2016 war sie Stipendiatin am Zentrum für historische Friedensforschung in Bonn, gefördert von einem österreichischen Wissenschaftsfonds und hat dort ein Projekt bearbeitet, was so im Umfeld des Habilitationsprojekts liegt, an dem sie nach wie vor arbeitet. Dieses Projekt hat den Titel Interessen in diplomatischer Kommunikation, der Westfälische Friedenskongress 1643 bis 1649. Daraus ist dann das Habil-Projekt entstanden, an dem sie noch arbeitet. Und das trägt den Titel, hat den Titel als Projekt im Geflecht der Interessen kaiserliche und reichsständische Gesandte auf dem Westfälischen Friedenskongress 1643 bis 1649. Im Sommer 2017 war sie dann nochmal, im Sommersemester 2017 war sie dann nochmal ein Semester in Bonn als Assistentin oder als Vertretung der Assistenz bei Michael Rohrschneider und dann nochmal im Wintersemester 18/19 als Research Fellow am Zentrum für historische Friedensforschung ebenfalls in Bonn. Seit März 2020 ist sie Elisabeth-Leiterin am Institut für die Erforschung der Habsburger Monarchie und des Balkanraums Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ich hoffe, ich habe das alles richtig sortiert. Ja, nun mein, ist nicht. Also inzwischen bin ich nicht mehr in diese Richtung, sondern es ist abgeschlossen und ich bin wieder Wissenschaftliche Mitarbeiter. Genau. Okay, gut. Zu den Publikationen, also die Dissertation habe ich rumgehen lassen. Ich möchte nicht die Vielzahl von Aufsätzen nennen, die publiziert worden sind, sondern eigentlich nur drei Sammelbände erwähnen, die sie mit herausgegeben hat, der erste gemeinsam mit Dorothee, der jüngste gemeinsam mit Dorothee Götze, sammelt die Ergebnisse einer Tagung und trägt den Titel Warum Frieden schließen so schwer ist, frühneuzeitliche Friedensstiftung am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses 2010 publiziert. Also im Moment natürlich wieder viel diskutiertes, ganz aktuelles Thema, warum Frieden so schwer ist und ob wir wirklich was aus dem Westfälischen Frieden für die jetzige Situation lernen können. Ein zweiter Band gemeinsam mit Kerstin Weyand herausgegeben mit dem Titel Defizitäre, souveräne Herrscherlegitimation im Konflikt, Frankfurt 2018. Und ein dritter schließlich gemeinsam mit Arno Strohmeier herausgegeben, Religion und Politik, historische und systematische Dimensionen eines aktuellen Spannungsverhältnisses, Frankfurt am Main 2017 als E-Book in der Bibliothek verfügbar. 2019 hat sie darauf will ich nur noch als letztes kurz hinweisen, ebenfalls gemeinsam mit Dorothee Götze bei Esch-Sotzkult einen Forschungsbericht zum Westfälischen Friedenskongress, der Westfälische Friedenskongress zwischen neuer Diplomatiegeschichte und historischer Friedensforschung publiziert, den vielleicht der eine oder die andere gesehen hat. Und seit diesem Sommer ist sie außerdem auch Redakteurin jetzt bei Esch-Sotzkult. Das Thema des heutigen Vortrags steht schon auf der ersten Folie. Liebe Lena, the floor is yours. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein im winterlichen Bielefeld, nach langer Reise durch das noch winterlichere Bayern. Und ich möchte anfangen mit einem Zitat. Man kann es
ein Weltwunder bezeichnen, dass derartig auseinanderstrebende Interessen sich in dem gemeinsamen Willen getroffen haben, ihre eigenen Dinge zusammen mit den Angelegenheiten der gesamten Christenheit an einem einzigen Ort auszuhandeln. So fasste der venezianische Vermittler am Westfälischen Friedenskongress Alvise Contarini im Rückblick den Kongress zusammen. Und dieses Zitat ist aus mehreren Gründen für meine Arbeit sehr, sehr treffend und letztlich programmatisch. Er hätte es gar nicht besser sagen können. Einerseits wegen des Begriffs des Interesses. Wir haben hier verschiedene widerstreitende Interessen, die ausbalanciert werden müssen, als Voraussetzung, um Frieden schließen zu können. Und gleichzeitig verweist Contarini hier auf den Ort, an dem verhandelt wird und damit auf den Friedenskongress als einen spezifischen diplomatischen Handlungsraum. Und um beides geht es in meiner Arbeit. Der Westfälische Friedenskongress wird oft als Archetyp frühneuzeitlicher Friedenskongresse bezeichnet und bildet den Auftakt für eine ganze Reihe von gesamten Kongressen als spezifisches europäisches Mittel der Friedensfindung bis circa Mitte des 18. Jahrhunderts. Entsprechend große Aufmerksamkeit hat gerade auch in der historischen Friedensforschung. Hier seien unter anderem die Arbeiten von und im Umkreis von Heinz Duchert zu nennen. Und dank der Acta Pacis Westphalicae, des großen Editionsunternehmens, seit Ende der 50er, Anfang der 60er, die Akten zum Westfälischen Friedenskongress edieren, ist das Quellenmaterial auch extrem gut erschlossen und ermöglicht eine sehr detaillierte Rekonstruktion der Ereignisse. Tatsächlich befindet sich der Westfälische Friedenskongress aber an einer Schnittstelle von historischer Friedensforschung und Diplomatiegeschichte. Darum auch unser Forschungsbericht mit diesem Titel. Wobei allerdings gerade die neue Diplomatiegeschichte, die ja in den letzten Jahren so prominent ist, eher aus der Hofforschung kommt und Friedenskongresse als spezifische diplomatische Handlungsräume weitgehend ignoriert hat. Hier ist die einzige Ausnahme die Arbeit von Matthias Köhler zum Kongress von Nijmegen. Dabei unterscheidet sich permanente Diplomatie an Höfen von Kongressdiplomatie in etlichen Punkten, wie dem Umstand, dass sich der Kongress als Handlungsraum erst konstituieren musste. Die Dauer seines Bestehens war höchst ungewiss, das Scheitern permanente Möglichkeit. Und es fehlte ein herrschaftliches Zentrum, auf das zum Beispiel das Zeremoniell ausgerichtet wurde, das als Maßstab gilt. Das hat grundlegende Auswirkungen auf das Funktionieren von Diplomatie, beispielsweise eben mit Blick auf Zeremoniell oder aber auch die Sprachenfrage, aber auch auf das Funktionieren von der für die frühe Neuzeit so wichtigen Klientel- und Patronagepolitik. Es gab eben zunächst kein, um das Beispiel Zeremoniell weiter aufzugreifen, es gab eben kein etabliertes, unstrittiges Kongresszeremoniell. Und es musste erst mühsam in den ersten Jahren ausverhandelt werden. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieser Kongress so lange dauert. Von der ersten Anreise bis zur letzten Abreise eben ungefähr 7 Jahre. Und das gilt für viele Bereiche, die hier in Westfalen erst neu ausverhandelt und überhaupt neu durchdacht werden mussten. Sachen, die an Höfen relativ klare Muster hatten, wie man sich in solchen Fällen verhalten hat. Da gab es einen Zeremonienmeister. Das ganze Zeremoniell ist ausgerichtet auf den Herrscher. Das funktioniert an so einem Kongress nicht. Insofern ist der Westfälische Friede und das Zusammenkommen der Friedensverträge zwar hervorragend untersucht, aber der Kongress in seiner Funktionsweise und in seinen Eigendynamiken als diplomatischer Handlungsraum bedarf weiterer Untersuchungen. Und genau hier schließt mein Projekt an und verortet entsprechend an der Schnittstelle von historischer Friedensforschung und neuer Diplomatiegeschichte. Denn um das Friedenfinden am Kongress wirklich verstehen zu können, müssen die Eigendynamiken dieses Handlungsraumes beleuchtet werden. Als Ausgangspunkt und als Analyseinstrument hierfür dient mir der Begriff des Interesse.
Interesse ist ein sehr beliebter Begriff. Man findet ihn auch heute in Diskussionen, die Interessen Russlands, die Interessen der USA. Es ist allerdings meist ein sehr vager Begriff, der nicht weiter definiert wird. Es ist durchaus ein historischer Begriff, der im politischen Bereich bereits im 17. Jahrhundert Verwendung findet. Er stammt aus dem Lateinischen Interesse im Sinne von dazwischenliegend dabei sein. Er hat also eine relationale Struktur. Er kommt aus dem römischen Recht im Sinne von Schadensersatz. Also er hat eine ganz stark ökonomische Bedeutung. Und im 16. und 17. Jahrhundert hielt er dann Einzug in die politische Theorie. Diese Folie. Wenn es nämlich um die Interessen der Fürsten oder die Staatsinteressen geht. Ganz besonders bekannt ist die Schrift von Henri de Rohan, De l'intérêt des princes et états de la christianité, in der deutschen Übersetzung 1640 erschienen, also nur ein Jahr nach der französischen Erscheinung. Und das hier wird erstmal von den Interessen der Fürsten, von Staatsinteressen gesprochen. Und die sollen quasi das Leitbild der Politik bilden. Und damit die Fürsten nicht einfach nach ihren Leidenschaften und Impulsen regieren, sondern ihre Politik an den Interessen ausrichten. Das heißt, Interesse erscheint als etwas Objektives, Berechenbares, Kalkulierbares. Und in diesem Sinne findet sich die Verwendung des Begriffs noch heute sehr häufig im Kontext der internationalen Beziehungen. Allerdings argumentiere ich, dass diese objektivierte Perspektive eine sehr begrenzte Perspektive ist, die letztlich das analytische Potenzial dieses Begriffes verschenkt. Denn zunächst ist der Begriff Interesse einfach eine beschreibende relationale Kategorie, die helfen kann, Akteurs-Bezugsobjekt-Konstellationen zu analysieren. Meine Definition baut auf der Definition des Politikwissenschaftlers August Pradetto auf. Nächste Folie bitte. Und versteht nochmal, Interesse als eine Konstellation zwischen einem individuellen oder kollektiven und einem von ihm wertgeschätzten materiellen oder ideellen Objekt. Mit Blick auf den Westfälischen Friedenskongress lassen sich sowohl die Interessen der Fürsten als auch der sie am Kongress vertretenen Gesandten untersuchen. Damit können Mikro- und Makroebene frühneuzeitlicher Außenbeziehungen verklammert werden. Fürsten bzw. Staatsinteressen und die Interessen der diplomatischen Akteure am Verhandlungsort können so im Wechselspiel zueinander untersucht werden. Interessenkonstellationen werden in ihrer Beschaffenheit grundlegend geprägt durch den jeweiligen Norm- und Wertehorizont. Also sie sind nicht objektiv, sondern von dem geprägt, von den Vorstellungswerten der Akteure geprägt. Und sie sind von den Rollen der Akteure geprägt. Die Rollenvielfalt ist gerade für die frühneuzeitlichen Außenbeziehungen ein zentrales und inzwischen vielfach untersuchtes Phänomen. Allerdings ist es hauptsächlich untersucht für die Gesandten und deren Rollenvielfalt. Es ist aber mindestens so wichtig, wenn wir die Herrschenden in den Blick nehmen. Denn auch ein Herrscher konnte verschiedene Rollen haben. Nehmen wir beispielsweise Ferdinand III. Er war Kaiser, Landesherr in seinen eigenen Territorien und Oberhaupt der österreichischen Linie der Habsburger. Aus diesen verschiedenen Rollen ergaben sich ganz unterschiedliche Interessen, die durchaus miteinander in Konflikt gerieten. Und eben auch die Gesandten hatten verschiedene Rollen. Sie waren Diener ihrer Herren, sie waren Adlige, waren Familienoberhaupt in ihrer jeweiligen Familie, Klienten, Patrone. Und aus all unterschiedlichen Rollen ergeben sich jeweils unterschiedliche Interessen, die miteinander parallel laufen können, sich ergänzen und unterstützen können, aber die auch zu Konflikten führen. Das heißt, Interessenkonflikten liegen oft Rollenkonflikte zugrunde. Julie, bitte. Praktisch heißt das für meine Arbeit, dass ich verschiedene Interessenlagen und die ihnen zugrundenen Rollen sowohl von den Herrschenden als auch von ihren diplomatischen Vertretern untersuche. Julie?
Ich frage nach der Funktionsweise des diplomatischen Handlungsraumes Friedenskongress und den Handlungsspielräumen der Gesandten, wobei ich zwischen dem durch den Entsender gewährten Handlungsspielraum, wie man ihn in einer Instruktion ablesen kann, und der Handlungsmacht der Gesandten vor Ort unterscheide. Also wie viel Handlungsmacht, wie viel Einfluss ein Gesandter vor Ort hat, wird natürlich durch das, was ihm in der Instruktion vorgegeben wird, vorgegeben. Aber es hängt auch davon ab, was hat er für Netzwerke, wie agil ist er, wie weit versucht er seinen Handlungsspielraum zu weiten. Also setzt sich durch ganz verschiedene Faktoren zusammen. Und nur dieser Blick, nur diese Frage nach Handlungsspielräumen und Handlungsmacht an diesem spezifischen Handlungsort ermöglicht die in der weitergehenden Diskussion die Frage nach den Methoden diplomatischer Interessendurchsetzung. Und letztlich führt dies zu der Frage nach der Bedeutung des einzelnen Gesandten für die Verhandlungen. Wie wichtig ist er? Ist er austauschbar? Oder hat man andere Ergebnisse, wenn man andere Gesandten hat? Wie versuchte ein Gesandter, seine eigenen Interessen zu befördern, ohne die seines Dienstherrn zu vernachlässigen? Was tat er, wenn es zu Konflikten zwischen den verschiedenen Interessenlagen kam? Generell sind Interessenkonflikte von zentraler Bedeutung. Ob es sich nun um Interessenkonflikte zwischen Gesandten und Dienstherren, zwischen Verhandlungsgegnern, Verbündeten oder auch internen Interessenkonflikten handelte. Gerade an letzteren lässt sich oft sehr gut der Prozess der Prioritätensetzung nachvollziehen. Welchem Interesse wurde welche Bedeutung beigemessen? Wie groß war die Kompromissbereitschaft? Uli, bitte. Also hier sieht man so ein bisschen dieses Abwägen. Und um das Ganze an einem Beispiel zu machen, der Wunsch nach Frieden im Gegensatz zum Interesse, zu konfessionellen Interessen. Und hierbei konnte es dazu kommen, dass Gesandte und Hof zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Wenn wir als Beispiel Kaisers nehmen, Ferdinand III. Hatte sehr dezidierte Vorstellungen, was die konfessionelle Beschaffenheit seiner Erblande anging und war da sehr wenig kompromissbereit. Er wollte das schön katholisch homogen haben. Sein Prinzipalgesandter, sein Hauptgesandter Maximilian von Trautmannsdorf, der für ihn verhandelte, war deutlich kompromissbereiter, weil er sah, okay, wenn wir hier an dieser Stelle den evangelischen Reichsständen Zugeständnisse machen, dann nähern wir uns dem Frieden, dann kommen wir zu einem Verhandlungsergebnis. Hier waren die beiden unterschiedlicher Meinung. Wer sich durchgesetzt hat, war natürlich der Kaiser. Wir sehen in den Korrespondenzen allerdings diese unterschiedlichen Einschätzungen. Und indem also die Gesandten in ihrem Interessengeflecht, und dazu gehören sowohl ihre eigenen als auch, wie gerade beschrieben, die Interessen, die sie vertreten sollten, und das war ihre eigentliche Aufgabe, deshalb waren sie da, untersucht werden, wird der Westfälische Friedenskongress als diplomatischer Handlungsraum ausgeleuchtet. Folie bitte. Wie gehe ich dabei vor? Ich kann nur exemplarisch vorgehen, weil wie Sie sehen an diesem kleinen Bild, waren es unzählige Gesandten. Und das ist nur eine Auswahl. Folie. Wir haben insgesamt 109 Delegationen in Münster und Osnabrück, die 16 Nationen und ungefähr 140 Reichsstände vertraten. Also das ist eine ganze Masse. Und das ist auch charakteristisch für diesen Kongress, dass der so groß ist und auch eine Dimension hat, die man bis dahin nicht kannte. Wie gesagt, ich gehe exemplarisch vor und im Mittelpunkt steht einerseits, Folie bitte, der gerade schon erwähnte kaiserliche Prinzipalgesandte Maximilian von Trautmannsdorf, der von Joachim Whaley auch als Hero at Münster bezeichnet wurde und sicherlich einer der zentralen Akteure mit einem ungewöhnlich großen Handlungsspielraum war. Folie bitte. Zweitens nehme ich einen eher durchschnittlichen bürgerlichen und reichsständischen Gesandten in den Blick, nämlich den Vertreter Kursachsen,
der Johann Leuber. Interessant ist hier, dass auch er mit den grundlegenden Entscheidungen seines Kurfürsten nicht immer einverstanden war und versucht hat, seinen Handlungsspielraum zu behalten und damit immer wieder gescheitert ist. Zusätzlich zu diesen beiden nehme ich an verschiedenen Stellen, ziehe ich diverse andere Gesandte heran, vor allen Dingen von den Reichsständen, aber auch internationale Gesandte, um entweder zu ergänzen oder zu vergleichen oder so ein möglichst umfassendes Bild zu zeichnen. Ich habe vorhin schon die Acta Pacis Westphalicae erwähnt. Hier sehen Sie deren Logo mit den Links zu einerseits zum Zentrum für historische Friedensforschung, wo die beherbergt sind, und andererseits der Link zur Online-Edition. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit Instruktionen, den Korrespondenzen der Gesandten, mit den Heimathöfen, aber auch untereinander mit Beratungsprotokollen. Die privaten Briefe der Gesandten, und ich bin sicher, es hat welche gegeben, Leuber beispielsweise, hatte seinen Sohn mit und Frau ist aber in Dresden geblieben und da wird es eine Korrespondenz gegeben haben. Sie ist nur nicht überliefert. Das führt dazu, dass wir einen sehr sachorientierten Blick haben auf das, was da geschehen ist. Das gilt besonders für die Berichterstattung Leubers. Hier sind interessant die sogenannten Nebenkorrespondenzen. Das sind solche Briefe, die zusätzlich zu den offiziellen Relationen an die Höfe geschickt wurden, und zwar an Patrone, an Menschen, von denen man sich Unterstützung im Hofgeschehen erwartete. Und hier wird zum Teil offener gesprochen, die eigenen Interessen werden deutlicher vorgebracht, es wird auch kritischer, auch über das Kongressgeschehen gesprochen, also man nimmt weniger ein Blatt vor den Mund. Aber auch in den offiziellen Relationen oder den Gesandtschaftsdiarien finden sich die verschiedenen Hinweise auch auf die Interessen der Gesandten und auch deren eigene Meinungen. Und ich möchte jetzt kurz versuchen, dieses Interessengeflecht einen Überblick zu geben. Und ich habe vorhin schon von den Rollen der Gesandten gesprochen und die bilden sozusagen die Grundlage. Und Sie sehen hier so die zentralen Rollen. Man kann natürlich auch immer noch andere finden, aber das sind so ganz wesentliche, die sich aus den Quellen herausarbeiten lassen. Zum einen sind sie natürlich Diener ihrer Herren, weil, wie gesagt, deshalb sind sie da. Das ist ihr Job. Dann sind sie Delegationsleiter. Leuber ist zwar reist zunächst als Sekundargesandter mit einem adligen Kollegen als Primargesandten an. Aber im Sommer 1947 wird der Adlige aus Finanzgründen abgezogen und Leuber bleibt zurück. Leuber war auch vorher schon die dominierende Person. Aber das heißt, Leuber hat hier einen gewissen Rollenwechsel. Gleichzeitig waren die Gesandten aber auch natürlich in ihre jeweiligen heimatlichen Hofgeflechte eingebunden. Sie waren dort Amtsträger. Trautmannsdorf war Oberhofmeister des Kaisers. Von diesem Amt wurde er beurlaubt, aber trotzdem ist das eine Rolle, die man an verschiedenen Sachen, die in seinem Selbstverständnis noch da ist und zu der er zurückkehren wollte. Sie waren aber auch Familienoberhaupt. Sie waren eingebunden in Klientel- und Patronagebeziehungen aus verschiedenen Perspektiven. Und zu diesem Punkt von Patronage und Klientel erzähle ich nachher noch ein bisschen was, weil man da eben daran sieht, dass der Kongress ein bisschen anders funktionierte als die Höfe. Folie bitte. Also das erste wichtige Interesse der Gesandten ist, ihre Aufgabe gut und richtig zu erfüllen. Und zwar die Interessen des Dienstherrn zu vertreten, zu dessen möglichst besten Nutzen. Und das führt schon zum ersten potenziellen Konfliktfall, weil, wie vorhin am Beispiel der Erblande angedeutet, kamen die Gesandten oftmals zu anderen Lageeinschätzungen und Prioritätensetzungen als die Höfe. Auch bei Leuber ist das der Fall. Kursachsen stand eigentlich aufgrund der Position im Reich
die Führung des Direktoriums der evangelischen Reichsstände zu. Das ist strukturell und verhandlungstechnisch ein wichtiger Posten, weil es Kontrolle gibt. Und gerade für die Gravamina, die Religionsverhandlungen. Nun war Kursachsen nicht wirklich begeistert von diesem Kongress, nicht nur, weil sie kein Geld hatten, sondern auch, weil sie eigentlich dachten, mit dem Prager Frieden haben wir ja das Ganze schon erledigt und wir brauchen das jetzt nicht noch mehr. Wir sind zwar evangelisch, lutherisch, aber wir sind kaisertreu. Und wir wollen eigentlich überhaupt nichts mit diesen ganzen Forderungen der anderen evangelischen Reichsstände, die für Kursachsen alle viel zu radikal waren, wollen wir nichts zu tun haben. Darum verweigerte der Kurfürst seinen Gesandten, dieses Direktorium zu übernehmen. Und da es um Reputation und Rangfragen ging, bedeutete das, dass sie an diesen Verhandlungen überhaupt nicht teilnehmen durften. Und das hemmte natürlich massiv ihre Handlungsmacht. Und man sieht an verschiedenen Stellen, wie Leuber versuchte, das auszuhebeln und immer wieder doch mal an Beratungen aller evangelischer Reichsstände teilnahm und dafür auch immer wieder Ärger kriegte. Für Leuber, und das sagt er an manchen Stellen auch ganz klar, sagt er, ich will doch nur die Interessen des Kurfürsten vertreten, aber das kann ich nicht, wenn ich nicht an den Verhandlungen teilnehme. Das heißt, wir sehen nur einfach zu sagen, okay, das ist das kurfürstliche oder das kaiserliche Interesse und das wird so verfolgt, das ist zu einfach, sondern man kommt zu unterschiedlichen Einschätzungen. Und was deutlich wird, wenn man sich diesen Kongress anguckt und nicht nur aus diesen beiden Beispielen, ist, dass die Gesandten oftmals eine deutlich klarere Einschätzung der Kongressdynamiken hatten als die Höfe. Und dass das immer wieder zu Reibungen führte. Und Trautmannsdorf reist im Juli 47 auch ab, unter anderem mit dem Wunsch, dem Kaiserhof dann doch mal zu erklären, wie das denn nun eigentlich funktioniert mit den Friedensverhandlungen und wo man einlenken muss, weil es anders nicht geht. Ein anderer Punkt, der wichtig ist für die Gesandten, und zwar für die Gesandten genauso wie für die Herrschenden, ist die Ehre und Fragen der Ehre und Reputation. Und es ist ein Punkt, wo gerade die Person der Gesandten auch in den offiziellen Relationen sehr, sehr deutlich wird, wenn ihre Ehre angegriffen wird. Und das ist gerade bei Trautmannsdorf häufig der Fall, weil die kaiserlichen Verbündeten Bayern und Spanien immer wieder massive Kritik an seiner Verhandlungsführung übten. Und er sich dann natürlich verteidigen, legitimieren musste, auch dem Kaiser gegenüber. Und hier besteht natürlich immer das Problem oder die Gefahr, dass die Ehre des Gesandten mit der Ehre des Herrschers, was ist ein Angriff auf die Ehre des Gesandten und ist das gleich ein Angriff auf die Ehre des Herrschers? Also eine hochexplosive Dynamik potenziell, aber ein Punkt, wo man die Gesandten als Akteure sehr gut greifen kann. Ein anderer Punkt sind finanzielle Interessen. Wer schon mal diplomatische Korrespondenzen irgendwelcher Art gelesen hat, kennt diesen Topos der verschuldeten und armen Gesandten. Und das hat natürlich was Toposhaftes. Und es hat aber auch viel damit zu tun, wie diese Gesandtschaften finanziert sind. Das heißt, manche wurden auf Rechnung, manche haben Deputate bekommen und wussten nicht, ich habe zwar jetzt Geld gekriegt, aber kriege ich beim nächsten Mal wieder Geld oder beim übernächsten Mal? Und wann ist dieses nächste und übernächste Mal? Das heißt, wie lange muss ich mit dem Geld, was ich jetzt gerade gekriegt habe, auskommen? Das heißt, es war ganz wichtig, sagen, sie brauchen ganz dringend Geld, um den nötigen Druck zu erzeugen. Und beim Westfälischen Friedenskongress kommt hinzu, dass die Kassen durch den 30-jährigen Krieg wirklich leer waren. Also gerade Kursachsen schickt sehr spät, auch weil sie diesen Kongress, wie gesagt, nicht wollen. Aber sie schicken auch sehr spät, weil sie es sich eigentlich nicht leisten können. Und deshalb wird auch nach Hälfte der Zeit die Gesandtschaft massiv verkleinert. Das macht natürlich die Gesandten potenziell anfällig für Bestechungen. Und
Man kann sehen, dass gerade materielle Geschenke am Kongress sehr freudig hin und her, weil die Gesandten das brauchten. Also inwieweit das dann immer tatsächlich nachzuweisen ist, hier ist Geld geflossen, dafür hast du dann da so abgestimmt. Das ist in manchen Fällen nachzuweisen, aber gar nicht immer. Aber es ist, meistens hat man so Diskurse darüber, wo überlegt wird, macht es Sinn, Trautmannsdorf beispielsweise zu besprechen? Trautmannsdorf gilt als sehr unbestechlich. Oder eben auch, dass man anderen vorwirft, ja, die sind ja eh nur bestochen. Also das heißt, es hat auch so eine sehr diskursive Komponente. Das führt zu den territorialen und dynastischen Interessen, die auch die Gesandten hatten, nicht nur ihre Entsender. Denn die prekäre finanzielle Situation hat auch ganz viel damit zu tun, dass gerade diese reichsständischen Gesandten oder alle Gesandten, die Besitzungen im Reich hatten, selber unter dem Krieg gelitten haben. Also beispielsweise der andere kaiserliche Gesandte Nassau, der hatte Besitzungen und so in den ersten Jahren konnte er immer noch relativ gut das mangelnde Geld aus vom Wiener Hof dadurch kompensieren, dass er auf seinen eigenen Besitz zurückgegriffen hat. Das ging ab 46 nicht mehr, weil sein Besitz einfach, seine Güter zerstört waren, Kontributionszahlungen leisten mussten und so traf und so ging es einfach vielen Gesandten. Das heißt, Diplomatie funktioniert eigentlich so, dass die Diplomaten, die Gesandten in Vorleistung gehen und sich dadurch verschiedene Karriereoptionen und alles Mögliche erhoffen. Und in dieser Konstellation mit 30 Jahren Krieg mehr oder weniger funktioniert es nicht, weil sowohl die Herrschenden kein Geld mehr haben, als auch die Gesandten kein Geld mehr haben. Und dieser Kongress funktioniert aber wenig über Kredite. Also natürlich, Kreditwesen ist einerseits zentrale Finanzierungsform in der frühen Neuzeit und auch hier nimmt man Kredite und gleichzeitig klagen die Gesandten immer wieder darüber, ich kriege keinen Kredit mehr, ich werde nicht mehr als vertrauenswürdig, hier wird nur Bargeld, nur Barschaft akzeptiert. So, also das heißt, das macht diesen finanziellen Druck, der sonst ja oft so topisch, so toposartig ist, macht den tatsächlich hier sehr real. Und wie gesagt, die Gesandten hatten zum Teil Besitzungen und dementsprechend manche dieser Besitzungen waren durchaus auch Teil des Verhandlungsgeschehens. Wer hat irgendwo dynastische Erbansprüche drauf? Wie kann man das mit reinbringen in die Verhandlungen? Und damit sind wir auch bei den familiären Interessen. Die sind einerseits auf dieser größeren familiären Ebene, aber auch, was man heute Kernfamilien nennen möchte. Viele der Gesandten sind mit ihren Familien angereist. Mit ihren Ehefrauen, zum Teil mit ihren Kindern. Am Kongress wurden Kinder geboren, Kinder sind gestorben, Ehefrauen sind gestorben, sowohl am Kongress als auch in der Ferne. Es sind Familienmitglieder im Krieg gefallen. Also Tod ist ein Aspekt, der sehr präsent ist an verschiedenen Ebenen für die Gesandten. Und das ist, es gibt einen Brief von besagtem Trautmannsdorf an seinen Kollegen Lamberg, der mit Familie und kleinen Kindern angereist ist und der einjährige Sohn stirbt. Und Trautmannsdorf schreibt Lamberg ein Beileidsschreiben und das ist insofern interessant, weil es dieses Nebeneinander von Leid, von persönlichen Fragen und Verhandlungspolitik sehr schön zeigt. Er beginnt diesen Brief mit sehr ausführlichen, ausgeschmückten, typischen Kondolenzworten und es nimmt bestimmt die Hälfte des Briefes ein. Also das ist, wenn man diese Korrespondenzen kennt, ist das sehr ungewöhnlich, weil es so viel Raum einnimmt, einfach durch die Länge. Und dann wechselt er zu den Verhandlungsfragen. Und das ist sehr typisch, dass, wenn es vorkommt, das so nebeneinander steht. Und wir können natürlich fragen, welchen Einfluss hat das denn? Das ist ein Einfluss, den man oft kaum messen kann. War Lamberg jetzt unkonzentriert, weil er um sein Kind getrauert hat? Das kann man nicht feststellen. Was man feststellen kann, ist, dass es zum Teil organisatorische Konsequenzen hatte.
Die Ehefrau des schwedischen Gesandten Oxenstierna zum Beispiel ist gestorben und Oxenstierna wollte sie eigentlich zurück nach Stockholm begleiten. Sein Vater, der Reichskanzler, hat ihm das verweigert, weil er wäre zu lange weg gewesen, es hätte die ganzen Verhandlungen verzögert. Er durfte nicht, er durfte sie nur bis Minden begleiten. Aber was wir sehen in dieser Zeitspanne, wo das diskutiert wird, der ganze Kongress ist relativ aufgeregt. Wo ist Oxenstierna? Wie lange wird er da sein? Wie werden sich dann die Verhandlungen verzögern? Also es spielt eine Rolle, wenn die Ehefrau eines Gesandten stirbt. Und das sieht man auch noch so an anderen Stellen. Und wo wir bei Tod von Familienmitgliedern sind, Krankheiten sind auch so ein sehr omnipräsentes Thema, wenn man diplomatische Korrespondenzen liest. Man hat eigentlich das Gefühl, dieser ganze Kongress ist permanent krank. Die haben Gicht, die haben Ausflüsse, was nicht alles. Es wird zum Teil sehr detailliert geschildert. Das ist etwas, was uns sehr fremd ist. Wir würden am Arbeitsplatz eigentlich nicht so darüber sprechen, welche Ausflüsse wir gerade haben. Es ist sehr unüblich. Es hat aber hier für die Gesandten eine sehr wichtige kommunikative Funktion, ich würde sagen sogar mehrere. Einerseits ist es etwas, um dem Dienstherrn zu zeigen, ich arbeite, so sehr opfere ich mich für dich auf. Ich gebe meinen vollen Körpereinsatz für deine Dienste. Ich arbeite im Bett. Ich kann mich auch mal entschuldigen, dass ich deshalb irgendwie der letzte Briefkürzer war, weil ich eben so Gicht hatte. Und also gerade bei Trautmannsdorff ist es sehr deutlich, wie sehr er sich körperlich einsetzt für den Kaiser. Das heißt, es ist eine Form, um diese Distanz zum Hof zu überbrücken, indem man sich körperlich in den Briefen präsent macht. Und gleichzeitig, es gibt vom Oldenburger Gesandten ein Diarium, dass man erfährt sämtliche Krankheiten sämtlicher Kongressteilnehmer. Und man fragt sich, warum berichtet er das dem Grafen von Oldenburg so ausführlich? Der Graf von Oldenburg ist jetzt nicht wirklich ein großer Akteur und sein Gesandter ist auch nicht wirklich der Mensch mit der großen Handlungsmacht an diesem Kongress. Aber durch dieses Diarium zeigt er seinem Dienstherr, ich kenne die ganzen wichtigen Akteure. Die wimmeln ihn dauernd ab und er kriegt keine Audienz. Aber er hat intime Informationen über deren Gesundheitszustand. Das heißt, er kann sich zu Hause als gut vernetzten Gesandten darstellen. Und gleichzeitig sieht man darüber die andere Funktion, die so Krankheiten haben. Die haben eine kontaktregulierende Funktion. Dass man sagen kann, nee, heute lieber nicht mit dem Gesandten von Oldenburg, weil man hat gerade Gicht und dergleichen Dinge. Also insofern ist das Sprechen über Krankheit ganz wichtig. Gleichzeitig führt dieser zum Teil wirklich kranken Gesandten auch dazu, dass sie alle abreisen wollen. Also es gibt von kaum einem Gesandten gibt es nicht den Wunsch, nach Hause berufen zu werden. Was verschiedene Gründe hat, es hat eben diese gesundheitlichen Gründe. Trautmannsdorff ist zwischenzeitlich schwer erkrankt. Man fürchtet auch seinen Tod. Und er diktiert irgendwann auch einen Zusatz zu seinem Testament. Und möchte eigentlich auch deshalb wieder nach Hause, um dort seine Angelegenheiten regeln zu können. Gleichzeitig will er aber auch aus anderen Gründen nach Hause, um wieder am Hof zu sein, um wieder in der Nähe vom Kaiser zu sein. Und das gilt für alle. Das gilt immer für diplomatische Missionen, dass das so etwas Unberechenbares hat, weil man ja weit entfernt ist von den heimischen Netzwerken, die für die Karriere so wichtig sind. Was den Kongress besonders macht, ist, wenn man normalerweise irgendwie an den Hof von Paris, Madrid, London oder Wien geschickt wird, dann kann man erwarten, dass man da irgendwelche Pensionen kriegt, dass man in neue Netzwerke einsteigen kann, dass sich das irgendwie rechnet. Ob sich dieser Friedenskongress finanziell oder karrieretechnisch für irgendjemanden rechnet, das weiß niemand. Weil man nicht weiß, ob das Ding nicht jeden Moment scheitert. Und wenn es scheitert,
Wer wird dafür verantwortlich gemacht? Der Gesandte? Was ist, wenn es zwar nicht scheitert, aber es einen Frieden gibt, mit dem der Dienstherr nicht zufrieden ist? Wer wird dafür verantwortlich gemacht? Wie lange dauert das Ding? Kann man sich das überhaupt? Ist für Gesandte ein ungewöhnliches Risiko, auch weil es sowas noch nie gegeben hat. Es gibt keine Erfahrungswerte. Und damit sind wir schon bei dieser Frage der personalen Beziehungen. Und warum Klientel- und Patronagepolitik eben im Kontext eines Kongresses anders funktionieren scheint, als es das am Hof ist. Wir haben beispielsweise, wenn wir Trautmannsdorf uns angucken, der ist ja Obersthofmeister am Wiener Hof. Und das ist die Position, die letztlich so als eine Art Patronagemanager für den Kaiser fungiert. Und man sieht auch, dass also er lässt es ruhen offiziell, aber dass er diese Funktion am Kongress weiterführen möchte. Dass er guckt, wer käme denn für das kaiserliche Netzwerk in Frage. Und wer könnte dem Kaiser auch in Zukunft nützlich sein. Das erkennt man, aber daraus wird in der Regel nichts. Er sagt, ja, dem können wir mal eine Geldzahlung geben, weil das könnte uns später nützlich sein oder der hat Interesse, auch in den kaiserlichen Dienst zu treten. Wenn man sich das dann genau anguckt, keiner dieser Menschen tritt nachher in den kaiserlichen Dienst. Das ist da, durch die Entfernung vom Hof, durch diese Situation des Kongresses funktioniert das so nicht. Und insofern scheint der Kongress kein Patronagemarkt zu sein, sondern wo Netzwerke und Beziehungen bestehen, sind die auch weiterhin total wichtig. Gerade weil es so prekär ist, weil man sich ja mit zu Hause absichern muss. Und da sind wieder diese Nebenkorrespondenzen, wo man seine Interessen vorbringt. Das heißt, das, was besteht, ist wichtig. Aber die Netzwerke werden am Kongress nicht unbedingt erweitert. Sondern es geht halt vielmehr über kurzfristige Sachen. Und Geldgeschenke, Geldzahlungen, weil das ist das, was man in dem Moment braucht. Ich möchte abschließen mit dem Interesse am Frieden. Denn das ist letztlich das verbindende Element. Es ist der Grund, weshalb es diesen Kongress überhaupt gibt, weshalb er sich konstituiert hat. Und gleichzeitig ist es ein überaus komplexes Interesse, hinter dem sich ganz viele andere Interessen verbergen und Interesse, wie am Anfang schon gezeigt, am Frieden zu trauen in Konflikt mit anderen Interessen. Und manchmal wird es höher bewertet, manchmal wird es aber auch niedriger bewertet. Es wird sehr oft niedriger bewertet. Christoph Kampmann hat deutlich gezeigt, dass es bestimmte Vorstellungen von einem ehrenvollen Frieden gab, die letztlich kriegsverlängernd wirkten, weil eben nicht irgendein Friede geschlossen werden sollte, sondern es sollte nur einen für einen selbst ehrenvollen Frieden geschlossen werden. Alle anderen lieber nicht, dann wartet man noch. Dann führt man noch ein bisschen länger Krieg. Vielleicht wird dann die Situation für mich günstiger und mein Friede, ich kriege dann irgendwann meinen ehrenvollen Frieden. Das Interesse am Frieden ist aber noch komplexer, wenn wir die Gesandten mit einbeziehen in dieses Denken. Die Gesandten als diplomatische Akteure. Und wie vorhin schon hoffentlich deutlich geworden ist, hatten gerade die kaiserlichen und die reichsständischen Gesandten, die meisten von ihnen hatten unmittelbare Kriegserfahrung. Ihre Besitzungen waren verwüstet worden oder litten unter Kontributionszahlungen. Sie selbst hatten fliehen müssen oder hatten Familienangehörige in den Kriegshandlungen verloren. Der kobrandenburgische Gesandte Sein Wittgenstein beispielsweise hatte seine Brüder verloren, hatte aber auch selbst im Dienste von Hessen-Kassel als Heerführer gearbeitet, war damit einer der wenigen Gesandten, die wirklich selber militärische Erfahrung hatten. Folie bitte. Und ich möchte das Ganze fast der sonst sehr, sehr trockene Kursachse Leuber sehr schön zusammen, diese Situation. Er schreibt, zwei Tage nach der Unterzeichnung der Friedensverträge war dies Galli der Anno 1634 der General Iselano mit 13 Regimentern Kroaten in die Grafschaft Henneberg eingefallen und die ganze Grafschaft mit Plündern und neunmonatlicher Einquartierung
in den Grund ruiniert, wo denn auch ich in der Stadt Meiningen um alle meine Mobilia gebracht worden und in höchster Gefahr Leibes und Lebens geschwebt. Da dann in Hero ich mich desto mehr zu erfreuen gehabt, dass Gott der Allmächtige den lieben Frieden wiederum bescheret. Einen so persönlichen Eintrag im offiziellen Diarium, also es ist nicht sein privates, sondern es ist das offizielle, was dem Kurfürsten überstickt wird, findet sich sehr selten und ist einfach dadurch, dass es da ist, in dieser sonst sehr rationalen oder sehr sachlichen Berichterstattung einfach auch ein Statement, das zeigt, diese Akteure hatten alle Kriegserfahrungen. Für die war der Wunsch nach Frieden auch ein persönliches Anliegen. Und das trägt sich auch in den Verhandlungen. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich einen Reputationsgewinn, der Gesandte zu sein, der diesen Frieden ausverhandelt hat. Und vielleicht sogar der Gesandte zu sein, der seine Unterschrift unter die Friedensverträge setzen durfte. Was dann auch wieder karrieretechnisch durchaus hilfreich war. Und wir haben gesehen, dass die Gesandten zum Teil kompromissbereiter erscheinen als ihre Entsender. Ob das nun dem Wunsch nach Frieden entsprach, nach einem Verhalten oder einfach einer stärkeren Einsicht in die spezifischen Verhandlungsdynamiken des Kongresses, kann man nicht unbedingt klar differenzieren. Aber wir erkennen, und darauf hat bereits Magnus Ferber hingewiesen, dass am Kongress eine Art Gemeinschaftsbildungsprozess zwischen den Gesandten stattgefunden hat und dass sie in vielerlei Hinsicht eben den Kongress und die Kongressdynamiken besser verstanden als die Höfe. Und sie sind somit als eigene Akteursgruppe mit eigenen Interessenslagen zu berücksichtigen, wenn wir verstehen wollen, wie diese Verträge zustande gekommen sind und nicht nur die Inhalte der Verträge rekonstruieren wollen. Ich komme zum Schluss. Ich beleuchte den Westfälischen Friedenskongress als diplomatischen Handlungsraum, der als solcher weder von der traditionellen Historiografie zum Kongress noch von der neuen Diplomatiegeschichte ausreichend Beachtung gefunden hat. Dabei unterscheidet sich, wie ich gezeigt habe, permanente Diplomatie in etlichen Punkten grundlegend von Kongressdiplomatie. Die Perspektive der Interessen ermöglicht es mir sowohl im Sinne der akteurzentrierten Perspektive der neuen Diplomatiegeschichte, die Gesandten, ihre Interessen, ihre Sorgen und Nöte in den Blick zu nehmen, als auch die in der älteren Historiografie dominierende Perspektive der Herrschenden. Wir brauchen beide Ebenen. Um die Dynamiken frühneuzeitlicher Friedensfindungsprozesse zu verstehen und sich damit der Frage zu nähern, warum Frieden schließen so schwer ist, braucht man eben beide dieser Ebenen. Und jetzt freue ich mich auf eine spannende Diskussion und danke Ihnen.